أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir setzen heute inshallah ta'ala die Reihe fort, das Leben unseres edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wir hatten beim letzten Mal die Hijrah behandelt, die Reise des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach Medina. Und wir sind dann angekommen bei den ersten Tagen und Wochen der Zeit in Medina. Das bedeutet also, dass das Leben nun, die medinensische Zeit nun begonnen hat, damit ein neues Zeitalter begonnen hat und die Muslime in einer neuen Situation gelebt haben. Vorher in Unterdrückung, in Feindschaft, die sie erfahren haben von den Polytheisten, von den Mekkanern. Und nun war der Prophet sallallahu alaihi wasallam Staatsoberhaupt. Er war der Anführer der Medinenser. Die Hijra ganz kurz noch einmal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wanderte zusammen mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu aus, und als sie dann am Vorort Quba angekommen sind, haben sie dort erst einmal Rast gemacht, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam baute dort dann die erste Moschee im Islam, Masjidu Quba. Und was hatten wir gesagt, was ist so besonders an dieser Moschee? Ja? Genau, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitgebaut. Sie wurde nicht komplett fertig gebaut während der Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er hat zumindest mal, als er da war, wurde zumindest mal eine Mauer gebaut. Ja? Na, das war was anderes. Ja? Genau. Wer zwei Raka'a in dieser Moschee betet, bekommt den Lohn, als ob er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Umrah verrichtet. Und wir hatten gesagt, das war eine Art Trost für die Leute aus Quba, da ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht dort geblieben ist. Aber natürlich hätten sie sich gewünscht, ja, und sie wären auch froh, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort eben seine Wohnung aufgebaut hat. Aber als Trost ist eben diese Moschee, Masjid Quba, eine besondere Moschee. Und so einen Lohn gibt es ja in den anderen normalen Moscheen nicht, dass man aufgrund von zwei Raka'a den Lohn bekommt, als ob man eine Umrah mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht hätte. Und was bedeutet es immer, wenn es heißt, als ob man mit dem Propheten gepilgert hätte? Ja? Genau. Also stell dir mal vor, dein Pilgerleiter, Reiseleiter ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er wird dir sagen, geh dorthin, sag dies, mach sowas und so. Also eine bessere Pilgerfahrt kannst du nicht machen. Ja? Und das ist also die Bedeutung. Es ist also eine Pilgerfahrt, in der der Lohn gewaltig sein wird. Möge Allah uns das erlauben. In dieser Zeit war er bei Abu Ayyub al-Ansari. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam verweilte eine gewisse Zeit, bis die Wohnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam fertig gebaut wurde, bei dem edlen Gefährten Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Und er erzählte, dass er eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgenommen hat und zuerst einmal sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er unten sein soll, ja,
und dass er eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeladen hat, damit er eben nicht über den Propheten läuft, alaihi salatu wasallam. Also er hat ihm gesagt, er möchte nicht, dass er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also über ihm übernachtet, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben bei Abu Ayyub al-Ansari übernachtet. In dieser Zeit wurde auch die Moschee gebaut, die Prophetenmoschee. Dann, also nachdem er in Quba war natürlich, also er ist ja jetzt in Medina, da wurde die Moschee gebaut, und da ist ja die Geschichte bekannt, dass seine Kamelstute eben da, wo sie sich hingelegt hat, das ist der Ort, an dem die Moschee errichtet wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mit angepackt beim Bauen der Moschee. Der hat also nicht nur einfach nur zugeschaut, sondern er hat auch mitgetragen. Und das zeigt uns die Vorbildfunktion, dass ein Mensch, der Vorbild hat oder eine Vorbildfunktion hat, dass er auch handeln soll. Sehr oft liebt man es einfach nur, Befehle zu geben. Und das gilt auch in der Familie. Ob du jetzt ein Ehemann bist, Ehefrau, Vater, Mutter, jemand, der etwas zu sagen hat, ja, zum Beispiel gegenüber den Kindern. Nicht nur reden, tu das, mach das nicht und so weiter, sondern auch vorleben. Ja, das heißt, wenn du möchtest, dass deine Kinder hilfsbereite Menschen sind, dann sollen die sehen, dass du hilfsbereit bist. Wenn du möchtest, dass deine Kinder großzügige Menschen sein werden, dann sei du großzügig. Ja? Und so war eben der edle Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die Prophetenmoschee wurde dann gebaut, und die Wohnungen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam genau nebendran. Ja, das heißt also, die Eingangstür zur Wohnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam öffnete Richtung Moschee. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Tür aufgemacht hat, war er in der Moschee. Und wir hatten ja schon mal erwähnt, dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Wohnung ja beerdigt wurde. Und dieser Teil der Wohnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam liegt ja jetzt in dem ganzen Moscheekomplex heutzutage. Aber natürlich mit Wänden, ja, abgeschirmt. Also nicht, dass jemand denkt, wir beten zum Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder sowas ähnliches, denn das ist ja nicht erlaubt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja auch verboten, dass Gräber in Moscheen oder dass man um oder auf Gräbern Moscheen errichtet, also Mausoleen, das ist nicht erlaubt im Islam. Aber warum ist es nun so? Nun, weil eben er in seiner Wohnung begraben wurde, und dann in den Zeiten nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Umar radiallahu anhu und auch bei anderen Kalifen wurde die Moschee immer ausgeweitet, weil die Muslime immer mehr waren, und irgendwann war eben die Wohnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam innerhalb dieses Moscheekomplexes. Ja, also heutzutage ist es so, dass es an dieser einen Seite ist. Ihr seht die grüne Kuppel. Diese grüne Kuppel, die deutet darauf hin, dass unten drunter das Grab des Propheten ist, alaihi as-salatu wassalam. Das heißt, es ist so ein bisschen seitlich. Ja, dann, wenn wer von euch dort war, möge Allah uns das allen erlauben und den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt hat, also die Segenswünsche, dann wisst ihr ja, dann läuft man durch und dann ist das Tor und dann geht man wieder raus, dann befindet man sich im Freien. Das heißt, diese Ecke, das waren die Wohnungen des edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wobei seine Zimmer nicht gewaltig waren, also nicht groß waren. Aisha radiallahu anha berichtete, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat nachts und sie lag da, dann musste sie ihre Beine zusammenziehen, damit er sich niederwerfen kann. Und das ist der beste Mensch der Welt.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Das heißt nicht, dass du unbedingt so eine kleine Wohnung haben musst, aber das heißt, es würde auch genügen. Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wa sallam wusste, dass das wahre Leben, das Leben im Jenseits ist. Du kannst gerne natürlich eine Villa haben, aber wie ich immer wieder erwähne, nicht auf Kosten der Religion. Also nicht mit Sünden, sondern im Halal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer stets versorgen mit Erlaubtem. In dieser Zeit, zu Beginn also in Medina, gab es mehrere Gruppen in Medina oder mehrere unterschiedliche Nationen oder wie soll man das sagen, also Gruppen. Es gab die Muslime, eine weitere Bürger Medinas waren die Juden und auch die Polytheisten. Und einer der Juden damals war Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, einer der Gelehrten der Juden. Das war jetzt nicht irgendeiner, sondern das war einer, der viel Wissen hatte über das Judentum. Und er erwähnte, dass er dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Er wollte wissen, wer dieser Mensch ist. Und er hat ihm Fragen gestellt, damit er weiß, ob es tatsächlich ein Prophet ist. Und da sagte er drei Fragen. Was waren diese drei Fragen? Wer weiß es noch? Ja. Genau, was ist das erste Essen der Paradiesbewohner? Zweitens? Ja, bitteschön. Also, woher oder warum ist ein Kind mal seinem Vater ähnlicher, mal seiner Mutter ähnlicher? Ja? Weiter? Was gab es noch? Das erste Zeichen der Stunde. Was ist das erste Zeichen der Stunde? Da sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerade hat mir Jibril darüber Bescheid gegeben. Also die Offenbarung kam in der Sekunde. Da sagte er ihm, da sagte Abdullah ibn Salam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril kam gerade, da sagte er, das ist der Feind der Juden. Warum? Ja? Genau, weil eben Jibril zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, also zu einem der Kinder Ismails und nicht einem der Kinder Ishaqs. Ja, die Israeliten sind ja von ihrem Großvater Ishaq und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist von seinem Großvater, also Urgroßvater meine ich, Ismail. Und deswegen hatten sie so eine Feindschaft gegenüber Jibril alayhi salam. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste Zeichen der Stunde wird ein Feuer sein, das die Menschen vom Osten nach Westen versammelt. Ein Feuer, so werden die Menschen alle fliehen und flüchten von Osten nach Westen. Und das erste, was die Paradiesbewohner essen werden, ist ein, ja? Genau, das Anhängsel an der Fischleber, also ein Teil vom Wal, nicht Fisch, Wal, also vom Wal. Ja? Das ist so die Delikatesse, die sagt man Ouvertüre oder was sagt man, ja? Also das erste, ja, die Vorspeise für die Paradiesbewohner, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das allen erlauben. Und was das Kind angeht, was war das? Ja? Ja, wie denn? Was war der Grund? Er sagte ja, was ist der Grund, dass ein Kind mal seinem Vater ähnelt, mal seiner Mutter ähnelt? Was war der Grund? Ja,
Genau. Das heißt, er sagte, wenn das Wasser der Frau überholt, dann ist er ähnlicher zu seiner Mutter, und wenn das Wasser des Mannes überholt, sabaqa, ja, also schneller ist, dann ähnelt er seinem Vater. Was haben wir gesagt, ist damit gemeint? Ja? Die Gene heutzutage. Also wir wissen es ja. Also durch die Genetik wissen wir, was damit zu tun hat, mit Chromosomen und so weiter und so fort. Ja, früher hatte man das nicht gewusst. Also man hatte ja nicht die Genetik so entdeckt. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte schon gesagt und hat schon erwähnt damals, dass es tatsächlich etwas mit Genetik zu tun hat, eben ob denn diese Teile eher überwiegen oder nicht. Ja, sabaqa, also im Sinne von überholen, also überwiegen. Welche Gene von welchem Elternteil überwiegen hier? Dann sagte Abdullah ibn Salam, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Also er ist zum Islam übergetreten. Und dann sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allah, wenn die Juden kommen, um mit dir zu reden, dann frage sie, was haltet ihr von Abdullah ibn Salam? Und er versteckte sich in der Moschee, und da kamen dann auch nach einer gewissen Zeit die anderen Juden, die wollten ja wissen, wer ist dieser neue Staatsoberhaupt hier in Medina. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, was haltet ihr denn davon, wenn Abdullah ibn Salam den Islam annimmt? Da hatten sie gesagt, A'udhu billah. Oh Gott, bewahre, dass Abdullah ibn Salam, dieser Gelehrte, jüdische Gelehrte, den Islam annimmt. Und dann kam eben Abdullah ibn Salam, und dann fragte er, was haltet ihr denn von ihm? Dann sagten sie, der ist der Beste unter uns. Der Edelste. Ja, auf jeden Fall kam dann Abdullah ibn Salam hervor und sagte, ich habe den Islam angenommen. Dann haben sie gesagt, das ist der Schlimmste unter uns. Ja. In diesem ersten Jahr der Hijra, also wir befinden uns jetzt im ersten Jahr der Hijra, schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, nach Mekka, dass die Familienangehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Töchter und seine Frau Sauda, nach Medina auswandern sollen. Ja, das heißt, sie sind dort in Mekka geblieben, sie kamen dann später, und ebenso die Familie von Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Und in diesem ersten Jahr wurde das Gebet geändert von 2 Raka'a, wie es vorher war, zu eben 4 Raka'at bei Wuhr, Asr und Isha. Vorher hatte man nur 2 Raka'a gebetet, aber diese Regelung, dass es nur 2 Raka'a sind, das ist geblieben auf Reise. Das heißt, dieses Reisegebet ist eigentlich ursprünglich das eigentliche Gebet gewesen vor der Hijra. Aber nach der Hijra gab es dann diese Änderung von 2 auf 4 Raka'a, wie Aisha radiallahu anha sagte. Allah azza wa jalla hat das Gebet, als Allah das Gebet auferlegt hat, hat er es auferlegt mit 2 Raka'a. Auf Reise und wenn man ansässig ist. So wurde das Reisegebet beibehalten und das Gebet bei Ansässigkeit wurden eben diese Raka'at hinzugefügt. Da wurde es vermehrt. Ja? Ja. Bitte. Ja, durch Jibril alaihi salam. Also Allah azza wa jalla schickt Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi salam und sagt ihm, ab jetzt betest du bitte Dhuhr 4 Raka'at, nicht nur 2 Raka'at. Natürlich, also immer wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas ändert, natürlich nicht von sich aus. Wie Allah sagt, er spricht nicht aus eigener
Neigung. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den ich auch erwähnen möchte, weil leider gibt es einige, die die Sunna leugnen, ja, und versuchen, die Sunna zu relativieren. Die möchten unterscheiden zwischen der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter ist und ein Prophet ist. Das bedeutet, sie sagen, bindend ist für uns nur der Prophet, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Gesandter, Rasul, nicht als Nabi. Diese Unterscheidung hat kein Mensch gemacht. Also weder steht sie im Koran, noch kommt sie in der Sunna hervor. Ganz im Gegenteil. Allah azza wa jal erwähnt, dass wir den Propheten folgen sollen. Ob Rasul oder Nabi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Allah azza wa jal sagt, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Und er spricht nicht von eigener Neigung oder aus eigener Neigung. Er hat nicht gesagt, nur wenn er als Gesandter spricht, dann folgt ihm. Allah azza wa jal sagt, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Und wenn ihr ihm folgt, seid ihr recht geleitet. Er hat nicht gesagt, wenn ihr ihm folgt in Sachen Gesandtentum, wenn man das so übersetzen will. Ja, das sind Erfindungen, warum? Damit man sagt, okay, wenn er als Gesandter spricht, also nur Koran. Das ist damit gemeint. Die wollen damit sagen, als Gesandter ist er was? Ein Gesandter, also ein Entsandter Allahs, also Koran. Alles andere, was nicht Koran ist, brauchen wir nicht zu machen. Die Sunna gilt nicht. Und das ist eine Erfindung, die von keinem Sahabi und von keinem Gelehrten jemals gesagt wurde. Und deswegen diese Leute, die Sunna leugnen, damit sie überhaupt dazu kommen, müssen sie erstmal alle Gelehrten in Frage stellen. Das machen sie auch. Dann geht es weiter, erstmal alle Gefährten in Frage stellen. Und das machen sie auch. Und dann diese Unterstellungen, ja, von wegen, es gibt eine Unterscheidung, Gesandter, Prophet und so weiter, in Sachen Urteilskraft. Natürlich gibt es sprachlichen Unterschied zwischen Gesandter und Prophet, aber es geht jetzt um die Angelegenheit, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für uns eine Quelle, nur wenn er Koran sagt oder auch wenn er nicht Koran von sich gibt? Natürlich auch, wenn er nicht Koran von sich gibt. Außer er erklärt explizit, dass er etwas gesagt oder getan hat, was nichts mit der Religion zu tun hat. Aber ansonsten, jede Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist als religiöse Aufforderung zu erachten. Außer er macht deutlich, nein, es geht hier um eine weltliche Angelegenheit oder eine strategische Angelegenheit, das werden wir ja noch sehen, in Ghazwat Badr, in der Schlacht von Badr, als ein Sahabi ihn gefragt hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir werden hier Rast machen, dann sagte ein Sahabi, ist das Offenbarung oder ist das Taktik, Strategie? Wenn es Offenbarung ist, gibt es keine Diskussion mehr. Guckt mal, wie die Sahabe waren. Guckt mal, das Verhalten der Sahabe. Guck mal, wie er die Frage überhaupt stellt. Ist das Offenbarung oder ist das Strategie? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Strategie. Dann sagte er, dann gehen wir lieber zu diesen Brunnen. Die Brunnen von Ghazwat Badr. Das heißt, hier hat dieser Sahabi erkannt, wenn es eine Offenbarung ist, dann gibt es nichts zu melden. Auch wenn du Fachmann bist, Allah weiß mehr als du. Aber wenn es jetzt nicht eine Offenbarung von Allah ist, wenn wir jetzt einfach diskutieren können, bitteschön, dann ist meine Ansicht, wir gehen lieber zu diesen Brunnen. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam explizit erklärt, das war keine Offenbarung jetzt, das ist meine private Ansicht, dann okay. Aber wenn er das nicht erklärt, dann gilt, er redet nur durch Offenbarung alaihi salatu wasallam. In diesem Jahr wurde Abdullah ibn Zubayr geboren und das war der erste, der geboren wurde von den Muhajirin, also den Auswanderern von Mekka nach Medina. Und in diesem Jahr hatten wir auch erwähnt, dass der Gebetsruf offenbart wurde, beziehungsweise festgelegt wurde. Wie war das nochmal? Wer weiß das? Ja? Ein Sahaba ist gekommen und hat einen Traum gehabt.
Genau. Das bedeutet, die Muslime haben sich die Frage gestellt, wie versammeln wir denn die Leute zum Gebet? Ja, und dann haben einige gesagt, wir holen uns Glocken, so wie es die Christen machen. Und Abdullah ibn Zayd erwähnte dann, dass er einen Traum gesehen hat. Und da kam jemand, also im Traum, jemand, der eine Glocke hielt. Und da sagte Abdullah zu ihm im Traum, verkaufst du diese Glocke? Dann sagte er, was machst du denn damit? Oder was willst du denn damit machen? Da sagte er, wir möchten die Leute zum Gebet rufen damit. Dann sagte er, soll ich dir nicht etwas Besseres zeigen? Dann sagte er, doch. Also sagte dieser, sag Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dann, als er aufgestanden ist, und er hat ihm auch gesagt, wie die Iqama sein soll, ja, mit Qatram Salah, dann als er aufgestanden ist, ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm davon berichtet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist ein wahrer Traum oder ein wahrhaftiger Traum. Und als Umar radiallahu anhu das gehört hat, sagte er, ich habe auch den gleichen Traum gesehen, also so einen Traum gesehen. Das bedeutet also, Al-Adhan wurde im ersten Jahr der Hijra bestimmt und eingeführt. Und Al-Adhan ist also etwas Besonderes, wenn du daran dich erinnerst, dass die Muslime eine Lösung haben wollten und Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihnen die Lösung, um sie zu versammeln. Und man sollte auch wissen, Al-Adhan wurde manchmal benutzt außerhalb der Gebetszeiten, um die Leute zusammenzuführen. Das heißt, Al-Adhan ist ja normalerweise zum Gebet. Aber wenn es irgendetwas Wichtiges gab und der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute zusammentrommeln wollte, dann hat er auch ab und zu mal gesagt, Bilal, geh und mach Adhan. Also kamen die Leute. Ja, das ist also eine Methode, um die Menschen zu rufen. In diesem Jahr, im ersten Jahr der Hijra, kam es zu einer Verfassung in Medina. Und das Besondere an dieser Verfassung ist, dass dort die Rechte von Minderheiten festgelegt wurden. Das heißt, die Juden, die damals gelebt haben, die haben ihre Rechte bekommen, sie durften ihre Religion ausüben. Und das muss man sich mal vorstellen, vor 1400 Jahren, dass Minderheiten überhaupt Rechte bekommen. Ja. Selbst heute bekommen Minderheiten manchmal, religiöse Minderheiten, Muslime bekommen als Minderheit nicht immer ihre Rechte. Ja. Das heißt, die Juden durften heiraten, so wie sie heiraten. Ja, wir Muslime, das wird ja nicht anerkannt hier als islamische Heirat. Im Gegensatz, das hatte ich ja schon mal erwähnt, im Gegensatz zum Beispiel zu England, ja, da gibt es schon modernere Länder, die kein Problem damit haben. Ja. Ich meine, wenn ein Paar gar nicht heiratet, leben die halt zusammen. Warum wird aber nicht diese islamische Ehe dann anerkannt? Ja. Also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat den Juden Rechte gewährt, sie durften ihr Judentum weiterhin leben, sie mussten nicht konvertieren. Ja, und das sind alles solche falschen Bilder, die leider bei den Menschen vorhanden sind, ja, als ob man als Nicht-Muslim in einem islamischen Land gar keine Rechte mehr hat, sondern sie haben weiterhin ihr Leben gelebt und haben dann eben ihr Judentum beibehalten. Allerdings war ein wichtiger Aspekt, und das war eben dann auch Grund einiger Konflikte, wie wir sehen werden, dass niemand, weder die Juden noch die Polytheisten noch irgendjemand, einen Bund eingehen darf mit einem Feind. Das ist ja wohl logisch. Du lebst in einem Land, dann darfst du doch nicht irgendwie einen Pakt eingehen mit einem Feind, der dieses Land bekämpfen will. So, und das war auch
die Abmachung mit den damaligen Juden, aber, wie wir noch sehen werden, inshallah ta'ala, leider haben sie sich nicht daran gehalten. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil da auch viele Scheinargumente vorhanden sind. Man versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam so darzustellen, als ob er die Juden einfach so vertrieben hätte, ja, als ob er die Juden damals einfach so bekämpft hätte. Nein, also noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Krieg begonnen. Das muss man verstehen. Alle Kriegszüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat er selbst nicht begonnen. Er ist hinausgezogen, ja, aber nicht, weil er angefangen hat, sondern weil er mitbekommen hat, zum Beispiel die Römer, dass die im Anmarsch sind. Ja, da bleibt er ja nicht in der Medina, bis der Feind da ist. Ja. Aber er ist nicht einfach so und hat gesagt, wisst ihr was, habt ihr was zu tun? Nein, komm, wir jagen mal die, wir kämpfen mal jetzt gegen die Römer. So war das nicht. Sondern als er, das werden wir inshallah auch noch sehen, wenn Allah erlaubt, als er mitbekommen hat, dass einige der Römer angreifen wollten, ist er hinausgezogen. Das heißt, dieses Bild, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Andersgläubigen töten wollte oder sowas ähnliches, dies ist eben ein falsches Bild über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ein wichtiger Aspekt in Medina war die Brüderlichkeit. Oder Bruder, ja, Bruderschaft ist wieder was anderes, oder? Oder? Auf jeden Fall, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Beziehungen zwischen den Verwandtschaft, meinst du? Genau, dass sie verwandt, so wie Verwandte wurden. Die Mekkaner, also die Muhajirun meine ich, also die Muslime, die ausgewandert sind, und die Medinenser, die Muslime, dass er eben zwischen diesen Muhajirin und Ansar diese Brüderlichkeit eingeführt hat. Was heißt das? Das bedeutet, dass sie wie Blutsverwandte sind. Das wurde eingeführt, so sehr, dass eben auch sie sich gegenseitig erben können. Also man, wenn ein Muhajir stirbt, dann erbt der Ansari. Oder wenn ein Ansari stirbt, dann erbt auch der Muhajir. Dies wurde dann aber aufgehoben. Das war nur eine gewisse Zeit. Und dann wurde eben die Ayah offenbart, dass die Verwandten eher Rechte haben. Also Nicht-Blutsverwandte können nicht gegenseitig erben. Aber warum hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan? Damit eben die Gesellschaft zusammenwächst. Weil es waren Fremde. Und wenn sie wie Brüder sind, dann wird auch der gesellschaftliche Frieden vorhanden sein. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und das muss man sich mal vorstellen, wie er als Staatsoberhaupt, ja, du hast unterschiedliche Stämme, Nationen, wie er dann den Frieden, den gesellschaftlichen Frieden etabliert hat durch diese Sache, dass eben jeder Muhajir einen Bruder hatte von den Ansar. Und ihr wisst ja dann die Geschichte von Abdurrahman ibn Auf, dass eben sein Bruder, der aus den Ansar, ihm gesagt hat, ich habe zwei Frauen, suche du dir eine von denen aus, dann trenne ich mich von ihr, ich lasse mich scheiden von ihr, die darfst du dann heiraten und das Geld werde ich auch mit dir teilen. Und Abdurrahman ibn Auf hat ihm natürlich gesagt, möge Allah deine Familie segnen und dein Geld segnen, sag mir nur, wo der Markt ist. Und Abdurrahman ibn Auf war ein sehr begabter Händler und war ein reicher Mann, der aber dann nichts hatte natürlich in Medina, weil er ausgewandert ist. Und als er dann auf den Markt gegangen ist, am nächsten Tag kam er wieder mit einer Karawane voller Besitz und Vermögen. Hieraus entnehmen wir die Hilfsbereitschaft eines Muslims. Aber auf der anderen Seite, dass der Muslim einen Menschen auch nicht ausnutzt. Das heißt, Abdurrahman ibn Auf hat nicht gesagt, herrlich, ich muss gar nichts mehr machen, ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Alhamdulillah, ich habe meinen Brudi, Alhamdulillah, der ist da und der finanziert mich jetzt. Ja. Das ist kein islamisches Verhalten.
Du bist in einer Notlage, okay, das ist wieder was anderes. Dann du nimmst Hilfe, okay. Aber wenn du in der Lage bist zu arbeiten, du bist in der Lage es zu tun, sei nicht zu faul dafür. Ja, diese Faulheit hat mit Islam nichts zu tun. Du sollst deine Geschwister nicht ausnutzen, sondern mach, was du machen kannst, so wie Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu an, und Allah wird dir es segnen. Allah azza wa jal wird dir dann die Tore der Versorgung öffnen. Denn viele sagen, ja, wo sind die Sahabe, die sowas teilen würden? Ja, wo sind die Abdurrahman ibn Aufs, die auch Nein sagen, wenn ihnen so etwas angeboten wird? Wir dürfen nicht nur eine Seite uns anschauen, sondern bist du ein Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an? Bist du so genügsam? Bist du so nobel, dass du sagst, barakallahu fik, behalt deine Familie? Oder bist du jemand, der sowas knallhart ausnützen würde? Dann wird auch niemand dir so ein Angebot machen. Das ist klar. Dann gab es einige Schlachten bzw. also Kriegszüge vor dem ersten großen Kriegszug, und zwar Ghazwat Badr. Also es gab mehrere kleinere Kriegszüge. Da war also kein großer Krieg, sondern so ein paar Kämpfe, und das war's auch. Denn warum? Ja, die Muschrikun, die wollten das natürlich nicht hinnehmen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt in Ruhe und Gelassenheit noch mächtiger wird. Die wollten ja ihn vernichten. Also haben sie versucht, die Muslime anzugreifen, ja, die Sahaba anzugreifen. Und es kam zu einigen kleineren Kriegszügen, wobei dann die erste große Schlacht eben Ghazwat Badr war. Ghazwat Badr al-Kubra. Warum heißt sie Ghazwat Badr al-Kubra? Also die große Badr-Schlacht, weil es auch eine kleine Badr-Schlacht gab. Ja, aber diese kleinen Kriegszüge, die werden zwar natürlich in den Geschichtsbüchern erwähnt, in den Sira-Büchern, wir werden aber jetzt nicht auf jeden einzelnen Kriegszug eingehen, sondern nur die größten, ja, damit wir gucken, was da passiert ist. Und natürlich das Thema Kriegszüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja mit Abstand eines der wichtigsten Themen, auch für die Islamkritiker. Die meisten, die den Propheten kritisieren, sallallahu alaihi wasallam, kritisieren ihn wegen den Kriegszügen. Und das ist natürlich sowas von verwunderlich, denn kein Staatsoberhaupt, kein General in der Geschichte der Menschheit war so human, ja, und so nobel und versuchte so wenig wie möglich Blut zu vergießen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also deswegen die Kriegszüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind kein Schandfleck im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ganz im Gegenteil, leuchtende Momente seines Lebens, die zeigen, wie ehrenvoll, nobel und gerecht der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden, natürlich erst recht mit seinen Freunden, aber auch mit seinen Feinden umgegangen ist, sodass eben niemand auch wirklich ein Herrschen des Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwie beflecken könnte. Alayhi afdalus salati wa atammu at-taslim. Das werden wir dann inshallah ta'ala das nächste Mal uns näher betrachten. Allgemein erst einmal die zwei Begrifflichkeiten, der Unterschied zwischen Ghazwa und Sariyya. Was ist der Unterschied zwischen Ghazwa und Sariyya? Ja? Genau, Ghazwa ist ein Kriegszug, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei war. Ja? Sariyya. Ja. Genau, ein Kriegszug, bei dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mitgemacht hat. Das sollte man wissen, denn es geht dann natürlich meistens um die Ghazawat, also Plural von Ghazwa, aber es gibt auch manchmal eine Sariyya, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickt, wobei er alaihi salatu wassalam
nicht dabei war. Und wir werden inshallah dann das nächste Mal bi'idhnillahi ta'ala uns mit diesen Aspekten befassen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.